das ist wirklich ungelogen somit die krasseste Mascara, die ich je getestet habe. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch heute meine Monatsfavoriten zeigen. Der Monat ist ja jetzt nun fast vorbei und ich habe auf jeden Fall einige Favoriten angesammelt. Es ist so ein Mischmasch aus Drogerie und High-End. Ich hatte euch jetzt extra nochmal auf Instagram gefragt in der Story, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, was ihr lieber sehen wollt. Hauptsächlich beschäftige ich mich ja mit Drogerie, aber ich dachte mir so, vielleicht einmal im Monat ist so eine Abwechslung auch ganz cool. Und da waren nämlich auch die meisten von euch Femmen. Deswegen ist ja jetzt ein bunter Mischmasch aus Pflege und Make-up. Wir fangen mal an mit so ein paar Pflegeprodukten für das Gesicht. Und zwar wollte ich euch noch einmal kurz, ich halte mich hier auch kurz, das hattet ihr jetzt letztens nämlich erst in einem Video gesehen, zu meinen Sommer-Must-Haves. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal auf meinem Kanal vorbei. Das ist das letzte Video, was ich jetzt am Sonntag hochgeladen hatte. Es handelt sich hier um die Balea Gesichtspflege Magic Summer Cream. Mit sanftem Bräunungseffekt, intensive Feuchtigkeit und Pflege. Die Creme ist für einen hellen bis mittleren Hautton geeignet und spendet 24 Stunden Feuchtigkeit. Ich finde sie wirklich super. Wenn man diesen leichten Bräunungseffekt haben möchte, man muss halt dazu sagen, man sieht fast gar nichts. Also es ist wirklich so ein minimaler Effekt, aber wenn man sie regelmäßig benutzt, sieht man einen Effekt. Deshalb ist das eine Creme, die ich zum Beispiel richtig gerne unter dem Make-up verwende, einfach vorher auftrage und dann, wenn man die wirklich täglich benutzt, sieht man auf jeden Fall nach einer Woche schon einen schönen, leichten Unterschied, der halt nicht künstlich aussieht, sondern wirklich super, super natürlich. Und das ist einfach echt ein richtig schönes Produkt jetzt im Juli gewesen. Nee. Oh Gott, doch Juli. Ich komme zuletzt nicht mehr hinterher, welchen Monat wir haben. Was ich auch richtig schön finde von Nivea, das Rosenblütenwasser. Das ist ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsspray mit Rosenwasser. Kann man theoretisch, was ich auch gerne mag, ich habe, wie ihr wisst ja, auch sehr empfindliche, gereizte Haut, auf die zu Rötungen neigt und halt auch ganz oft brennen. Vor allem nach dem Abschminken ist die halt sehr empfindlich bei mir. Man muss halt auch dazu sagen, das kommt halt aber auch oft daher, weil ich einfach viele neue Produkte hier für meine Videos oder für Instagram teste und da strapaziere ich leider schon manchmal meine Haut. Aber das hier ist so ein richtig ausgleichendes, beruhigendes Spray. Also wer auch immer diese Probleme hat, dass die Haut mal brennt, vielleicht auch nach dem Abschminken so sehr gereizt ist, kann ich euch das sehr empfehlen. Ist auch für alle Hauttypen geeignet. Intensive Feuchtigkeit und Erfrischung für zarte Haut. Kann man auch super als Fixing Spray nutzen und ich mochte das vor allem auch in der kühleren Jahreszeit richtig gerne, wenn die Haut eh schon so ein bisschen trocken ist. Aber wie gesagt, für empfindliche Haut ist das so richtig schön beruhigend, riecht nach Rose und man kann es auch als Fixing Spray nutzen. Ich mache das einmal kurz, es sprüht halt auch so richtig sanft und riecht halt richtig gut nach auch Nivea. Ich liebe ja den Nivea-Eigengeruch. Ist auch sehr fein und ja, trocknet auch schnell an. Also auch wirklich perfekt, um das so ein bisschen wieder zum Refreshen benutzen und um die Puderprodukte etwas schöner an das Gesicht anschmiegen zu lassen, dass es halt nicht so puderig geschminkt aussieht. Und den wollte ich euch auch kurz zeigen, weil hier auf YouTube immer wieder die Frage kommt und auch auf Instagram, warum meine Augenbrauen und Wimpern, naja, meine Augenbrauen jetzt nicht so wirklich, aber meine Wimpern so lang aussehen. Meine Augenbrauen auch. Ich habe es heute erst wieder in meiner Instagram-Story gezeigt. Meine Haare, ich muss die echt wieder schneiden. Also von dem Serum wachsen die Haare unglaublich schnell. Ich gebe das immer vorm Schlafengehen auf. Wenn man richtig hardcore drauf ist, so die ersten 1 bis 2 Wochen würde ich euch das empfehlen. Wenn ihr richtig schnell einen Effekt sehen wollt, dann sieht man ihn nämlich schon nach einer Woche. Wenn ihr den Booster morgens und abends nutzt, das ist der von Reflectoseal. Lash and Brow Booster. Ihr könnt ja einfach mal gerne, weil ich glaube, mit diesem Thema beschäftigen sich viele, in die Kommentare schreiben, was für Serien oder Booster ihr empfehlen könnt, was die Wimpern vor allem angeht. Ich glaube, das interessiert ja die meisten. Ich habe wirklich, also ich teste sehr viel und nebenbei habe ich gerade auch wieder 2 andere liegen, die ich noch testen möchte. Das ist einfach der, womit man am schnellsten einen Erfolg sieht. Und ich habe auch das Gefühl, also wenn man dann die Länge erreicht hat, man kann sich das wirklich easy mit diesem Applikator auf die Wimpern geben. Da brennt nichts. Ihr wisst, ich habe empfindliche Augen und empfindliche Haut. Da brennt wirklich gar nichts. Und auch noch auf die Augenbrauen streichen. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wow. Ich glaube, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, wenn man das halt regelmäßig benutzt, dann sieht man da auch einen Effekt. Also man kann es dann auch irgendwann im Abstand von 2 Tagen, von 3 Tagen nutzen. Ich habe dann auch eine Pause gemacht und dann geht es irgendwann nach so 2 Monaten wieder auf den Normalzustand zurück. Und wenn man das jetzt wieder verwendet, ich benutze es jetzt wieder seit 3 Wochen und man sieht es, finde ich, definitiv. Vor allem auch bei meinen Wimpern. Ich zeige euch aber auch gleich, welche Mascara ich nutze. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit den Make-up-Produkten. 2 Produkte, die ich einfach auch wirklich über alles liebe und die ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt hatte.
Einmal der Primer hier von M. Asam, also Asam Beauty, der Magic Finish Perfect Me Transparent Make-up Fond de Teint Primer. Der hat so einen leichten Aprikot-Ton und kaschiert halt richtig schön schon so ein bisschen Unebenheiten. Nicht, dass es abgedeckt wird, sondern der glättet extrem die Haut. Polstert halt dadurch auch Fältchen auf, deswegen verteile ich das auch immer so ein bisschen bis nach unten auf den Hals. Also auch wenn man jetzt hier so drüber fasst, das ist so richtig glatt bei mir am Hals und wirklich perfekt, wenn irgendwie gerade so kleine, keine Ahnung, ich habe ganz oft ja auch mit dieser trockenen Haut zu kämpfen. Ich finde, der Primer pflegt auch richtig gut die Haut und kaschiert halt richtig gut diese kleinen Unebenheiten im Gesicht, am Dekolleté, am Hals, wo auch immer. Kann man ja theoretisch auch komplett ohne Make-up auftragen. Das macht meine Freundin beispielsweise immer und geht damit zur Arbeit. Und dieses Make-up hinterher ist aber echt ein Game-Changer, finde ich. Mir hatten letztens auch mal einige in die Kommentare geschrieben, dass sie finden, dass das Make-up sich nicht jedem Hautton anpasst, habe ich früher auch so gedacht. Also ich war früher auch kein riesengroßer Asam Beauty-Fan tatsächlich, jedenfalls nicht von dem Make-up, weil ich auch fand, dass sich das nicht zu 100% meinem Hautton angepasst hat. Aber dann habe ich meinen Freundinnen das erzählt und ich habe es einfach, also ich habe viel zu viel verwendet und probiert das ansonsten mal einfach mit den Fingern aufzutragen. Also mittlerweile, ich habe so den Dreh raus, man nimmt einfach wenig, fangt mit wenig an, baut das auf und schichtet meinetwegen. Denn wenn man am Anfang zu viel nimmt, dann kann es wirklich sein, dass das einfach so ein bisschen dunkler aussieht oder halt nicht so aussieht, wie man ja, sich das erwünscht hat, weil jeder ja sagt, oh, das Make-up passt sich komplett dem eigenen Hautton an. Macht das mal wirklich. Nehmt einfach weniger und man hat einfach den gleichen Effekt. Das ist nämlich auch so ein Make-up, das so einen krassen Weichzeichner drauf hat. Also die Haut sieht so richtig geglättet und ebenmäßig aus und ist auch quasi Puder oder Concealer gleichzeitig mit drin, weil das so mousig ist von der Konsistenz und wirklich auch gut abdeckt. Also ich benutze danach keinen Concealer mehr. Das reicht mir vollkommen aus für so einen richtig schönen ebenmäßigen Teint, der aber auch richtig natürlich ist. Also das ist halt so mit das einzige Make-up, finde ich, wo man einfach gar nicht richtig sieht, dass man Make-up drauf hat. Und ich kenne halt so viele, also ich kenne eigentlich niemanden, der das nicht mag, von den Leuten, die das aus meinem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis getestet haben. Ich packe euch das auf jeden Fall auch nochmal in die Infobox. Hab auch noch meinen Rabattcode von Asam Beauty, den ich euch auch gerne nochmal hier hinschreibe, womit ihr nochmal 15% sparen könnt. Und bei Asam Beauty, die Produkte sind ja alle vegetarisch und größtenteils sogar auch vegan. Ihr habt auch das Rückgaberecht für 30 Tage, könnt da auch kostenfrei zurücksenden. Das heißt, ihr könnt wirklich risikofrei testen. Schaut euch da einfach gerne um. Link ist nochmal in der Infobox. Ich bin wirklich vor allem von den beiden Produkten und auch vom Lipgloss, das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt, ein riesengroßer Fan. Und für Pickel abdecken, für alle, die so mit Rötungen und Unreinheiten zu kämpfen haben. Catrice habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Die Ultimate Camouflage Cream. Ist richtig schön cremig, ist richtig schön dick, deckt sofort ab und mehr brauche ich dazu auch echt nicht sagen. Also das ist wirklich eine richtig tolle Camouflage-Cream. Ich habe mir jetzt gerade, ich habe heute beim DM bestellt für mein Video, das hoffentlich am Sonntag kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bestellung mir noch rechtzeitig ankommt, aber ich habe es jetzt mal gewagt und habe mir einen neuen Abdeckstift gekauft. Einfach mal um zu vergleichen wieder, weil zuletzt bin ich halt wirklich an dieser Camouflage-Cream hier von Catrice hängen geblieben. Und will jetzt einfach nochmal, das war nämlich eine Neuheit von Alverde, bin ich der Meinung, Abdeckstift. Ich bin sehr gespannt, wie ich damit zurechtkomme, aber bisher ist das so das beste Produkt, um Pickel abzudecken, finde ich. Kommen wir zu einem Augenbrauenprodukt, was ich wirklich super schön finde. Das ist der Eyebrow Designer von Revol, The Loop. Und der hat zum einen ein richtig schönes Bürstchen, womit man wirklich schön einzelne, feine, kleine Härchen greifen kann und sie sich in Form kämmen kann. Gibt halt auch so ein bisschen Farbe ab. Ich habe hier die Nuance 01 Medium Brown. Ist perfekt für mich. Und gibt aber auch nicht zu viel Farbe ab. Also dieses Bürstchen kämmt richtig schön die Wimpern so in Form und verteilt die Tusche quasi, also die Farbtusche, dass es nicht künstlich aussieht, sondern wirklich sehr natürlich. Deswegen mag ich auch diese Augenbrauengele immer sehr gerne, weil die einfach super natürlich aussehen. Und es hält auch ganz gut. Also ich habe es auch jetzt gerade drauf. Es hält wirklich schon sehr fest für ein Drogerieprodukt. Kann man wirklich nicht meckern. Nutze ich zuletzt super gerne für die Augenbrauen. Dann ein Produkt für die Wimpern. Das hatte ich euch letztens auch schon auf Instagram gezeigt. Deswegen werde ich mich hier mal ein bisschen kürzer halten, weil zuletzt super oft die Frage kam, was für ein Serum ich verwende, ob das künstliche Wimpern sind, womit ich meine Wimpern tusche. Das ist die Mascara von DeLauria. Die sieht auch mittlerweile ein bisschen mitgenommen aus. Ich habe die jetzt schon ein bisschen länger. Ich habe die immer wieder auf Instagram, auf TikTok in der Werbung und so gesehen. Und die
man muss eine bestimmte Technik anwenden, damit die halt richtig geil aussieht. Also diese Mascara, das ist wirklich ungelogen somit die krasseste Mascara, die ich je getestet habe. Nennt sich Lash Designer, die bringt Länge, Volumen und Curl in die Wimpern. Meistens ist es ja so, dass man bei einer Mascara nur ein oder zwei Sachen hat, aber die kann irgendwie wirklich alles. Der Trick dabei ist nicht, diese Zickzack-Bewegung zu machen, die man ja sonst meistens macht, wenn man Mascara aufträgt, sondern wirklich von unten anzufangen und einfach glatt hochzuziehen. Also wirklich ganz normal einfach hochkämmen. Dann schichtet man und da kann man dann richtig aufbauen, je nachdem, ob man so einen leichten, getuschten Effekt haben möchte oder so einen richtigen Drama-Effekt. Und ich liebe ja Drama. Ich liebe es ja einfach, die Wimpern zu betonen und zu tuschen. Ein bisschen antrocknen lassen. Am besten in der Zeit einfach die andere Seite tuschen. Und dann, wenn die andere Seite angetrocknet ist, dann nochmal drüber gehen. Aber wie gesagt, nicht in Zickzack-Bewegungen, dann verklebt da irgendwas, sondern einfach wirklich gerade hochgehen. Die Wimpern sind super getrennt, null verklebt und sehen richtig krass lang und voluminös aus. Ich mache meistens so 3 bis 4 Schichten, je nachdem wie ich drauf bin, aber wie gesagt, wichtig ist halt wirklich zu schichten und eine kleine Pause zwischen diesen Schichten zu machen. Und jetzt ein Lippenprodukt, was ich jetzt gerade auf den Lippen habe, finde ich richtig toll, von MAC. Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, ein super langer Name. Das hier ist die Farbe Sheer Outrage, die 898, und das ist so ein Powder Lipstick. Zum einen finde ich die Farbe richtig schön. Normalerweise trage ich eigentlich gar nicht so diese knalligen Töne. Ich mag den Farbton aber super gerne. Das ist für mich so ein richtiger Sommerfarbton. Hält auch richtig gut. Verschmiert jetzt leider. Also ist jetzt kein Liquid Lipstick oder so, sondern der geht natürlich ab, wenn man was trinkt oder isst oder so. Hält aber dafür wirklich sehr lange. Also kann man wirklich schon nicht meckern. Natürlich bezahlt man auch ein bisschen was, weil es MAC ist. Aber dafür sieht der Effekt auch richtig schön aus. Man kann super diesen Lipstick auftragen. Das ist tatsächlich somit der einzige Lippenstift, wo ich auch sagen würde, man braucht definitiv keinen Lippenkonturenstift dafür, weil der so präzise und fein auch schon diese Linien zieht. Also der ist wirklich richtig gut geformt, damit kommt man super zurecht und da braucht man wirklich keinen Liquid Lipstick. Also der ist auch sehr gut pigmentiert und ich mag diesen, ja, natürlich pudrigen Effekt auf den Lippen. Ein Pflegeprodukt für den Körper hatte ich mir auch erst vor kurzem gekauft und das ist somit, also da finde ich auch sehr gut, was die Creme angeht. Aber das ist wirklich somit die beste Drogeriecreme jetzt, finde ich, für mich, von Alverde. Das ist eine Cremeöl-Lotion-Intensiv mit Bio-Arganöl und Biomandelöl für sehr trockene Haut. Wenn man damit die Beine eincremt nach dem Rasieren, so gut gepflegt und man merkt halt auch so einen leichten Unterschied. Also wenn man das hier jetzt so sieht, dann sieht es einfach aus wie eine ganz normale Bodylotion. Sie ist aber viel flüssiger, aber nicht negativ flüssig, sondern wirklich positiv, so schon ölig. Man merkt das Öl da drin, super gepflegt, zieht richtig schnell ein, top. Und der Geruch ist halt auch richtig gut, der riecht so richtig fruchtig, perfekt für den Sommer. Und auch perfekt für den Sommer, dieses Duschgel. Also für alle, die Wassermelone mögen, lauf zu Rossmann von Isana, nämlich von der Eigenmarke von Rossmann, gibt es das verwöhnende Duschgel Wassermelone. 90% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, pH-hautneutral und vegan. Und pH-hautneutral ist ja auch super gut. Und das riecht einfach, das riecht so extrem gut. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also ich kriege jetzt schon wieder richtig Bock auf Wassermelone, wenn ich diesen Geruch rieche. Das ist so der perfekte Wassermelonengeruch für mich. Und für den intimen Bereich, das habe ich auch recht neu, von Femi Daily Teebaumöl, Australian Body Care. Das ist eine Intimpflege bei Juckreiz und Trockenheit zu 100% vegan. Ich finde es vor allem, also im Sommer habe ich eher immer so, ja, schon gereizte Haut im Intimbereich, würde ich sagen. Also es juckt vielleicht mal mehr und das ist halt wirklich so ein richtig schönes, beruhigendes Balsam für den Intimbereich. Vor allem auch, wenn man sich rasiert hat. Jeder kennt es, danach muss unbedingt Pflege rauf, damit das alles heil unten bleibt und gut aussieht. Und das ist halt wirklich perfekt dafür geeignet. Also tolle Sache, ist halt auch ein bisschen teurer. Das ist halt dann aber eine Creme, die ewig lange halten wird, weil sie einfach wirklich für den Intimbereich gedacht ist und man schüttet sich da jetzt nicht extrem viel Tonnen Creme auf den Intimbereich, sondern ich würde schon sagen, dass die ein Jahr halten wird, weil man einfach so wenig davon braucht und dafür ist das Geld dann wirklich gerechtfertigt dafür, dass es so lange hält, finde ich, und halt auch so gut ist. Und ein Parfum, was ich euch noch empfehlen möchte, von Abercrombie, hatte ich mir vor 2 Monaten, glaube ich, mal gekauft. Und ich liebe diesen Geruch. Das ist, da könnte ich mich reinlegen. Vor allem
Ich hatte euch ja auch schon mal das Raumspray hier empfohlen. Das ist von Ava & May von Citamas. Das war eine Limited Edition, die gibt es leider nicht mehr. Es riecht fast 1:1 wie dieses Raumspray. Und das ist hier, also das ist ja auch super teuer von Ava & May. Benutze ich fast nie, weil es mir fast zu teuer schon war für ein Raumspray. Und das Parfum ist, glaube ich, sogar einen Tick günstiger, als dieses Raumspray gewesen ist. Und man kann es auch als Raumspray nutzen oder auch mal in den Kleiderschrank sprühen. Vor allem finde ich es jetzt halt, also ich hoffe, das ist noch so geblieben. Als ich es gekauft habe, war es sehr neu. Und da war es wirklich sehr günstig, so vom Preis für ein Parfum, finde ich. Und es ist auch noch ein Dupe. Es ist ein klitzekleiner Unterschied, aber ich weiß nicht, ob ihr Baccarat Rouge kennt. Riecht auf jeden Fall sehr ähnlich. Also wir haben Baccarat Rouge hier gekauft, also nicht das Original, das ist ja ultra schweineteuer. Falls ihr nicht wisst, was das für ein Parfum ist, das ist gerade so ein super gehyptes Parfum, was auch die Stars und so tragen. Und wir haben das so abgefüllt gekauft in so einem kleinen Röhrchen, damit wir halt nicht so viel bezahlen und das testen können. Und wenn ich das Parfum drauf habe, denkt Phil wirklich, ich habe Baccarat Rouge drauf und fragt immer, oh, hast du Baccarat Rouge wieder drauf? Und dann sage ich so, nee, das ist Abercrombie. Es ist echt ein krass guter Dupe. Also wirklich eine Empfehlung wert. Authentic Moments könnt ihr ja drin riechen, wenn ihr mal beim Douglas seid. Und ich setze euch da den Link sonst auch nochmal gerne in die Infobox. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittwochabend. Und wir sehen uns Freitag zu einem neuen Vlog wieder. Bis dann, tschüss.